Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in unserem Aquapark. Und ich finde, der Anfang ist schon echt schick geworden, also gefällt mir schon ganz gut. Und ja, wir haben ja beim letzten Mal hier diese Insel gebaut mit dem Gehege, unserem ersten Gehege. Und ihr habt schon mega, mega viele Kommentare unter das letzte Video geschrieben mit Vorschlägen, was für Dinosaurier wir hier in das Gehege packen können. Und dazu kommen wir heute in dieser Folge, aber das machen wir erst später. Weil damit wir hier in dieses Gehege wirklich Dinosaurier dann packen können, müssen wir uns jetzt erstmal einen kleinen Industriebereich bauen. Und was eignet sich besser als dort hinten? Diese Bucht, würde ich sagen. Also ich würde sagen, hier in diese Bucht, die ist ja recht versteckt, bauen wir dann einen kleinen Industriebereich, wo wir dann ein Entwicklungslabor haben und eine ACU. Wir können mal eben gucken hier. Also wir müssen einmal hier das Entwicklungslabor machen, dann natürlich ein kleines Gehege dazu und ein ACU Zentrum. Wo haben wir das denn? Da. Das hier müssen wir auch auf jeden Fall hier unterbringen. Das wird platztechnisch wieder sehr, sehr eng werden, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt an die Arbeit und fangen an, das Ganze zu bauen. Los geht das Ganze. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie wollen wir es machen, dass man dann wirklich eine Wegverbindung hat? Weil wir brauchen ja auf jeden Fall eine Wegverbindung. Da gibt es natürlich zum einen die Methode über eine Einschienenbahn oder halt wir machen von hier einen Weg an dem Rand entlang bis dann hier hinten. Und ich glaube, das könnte echt cool aussehen, wenn wir hier ganz am Rand so einen Weg entlang schlängeln. Das können wir ja mal ausprobieren. Wir können ja mal eben hier die Bäume entfernen. Ich glaube, das könnte wirklich nice aussehen. Müssen wir mal schauen. Und eventuell können wir das dann ja sogar als ja, so einen Besucherweg handhaben und dann nur da hinten so eine kleine Abzweigung machen, die dann nicht für die Besucher ist. Ja, als allererstes müssen wir natürlich jetzt hier das Land auf jeden Fall anheben. Die Frage ist, auf welche Höhe gehen wir hier? Und wahrscheinlich orientieren wir uns hier ein bisschen hier ran. Ja. Den Übergang hier, den machen wir später. Wir ziehen jetzt erstmal hier das Land überall am Rand etwas höher. Muss natürlich auch noch aussehen. Wir könnten das auch immer dem Rand hier anpassen tatsächlich. Wahrscheinlich auch cool. Vielleicht hier so ein bisschen runtergehen. Da können wir dann ja gleich noch mit dem Glätten-Tool auf jeden Fall viel arbeiten, um das dann schön zu machen. Aber ich denke, das wird dann am natürlichsten aussehen, wenn wir das ungefähr auf die Höhe bringen, wo dann auch der Bereich außerhalb des Parks ist. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Also wenn ich das so weitermache, wird das, denke ich, mal ganz cool werden. So. Natürlich geht hier wieder ein bisschen Platz verloren, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ist jetzt ja auch nicht die Masse, ne? Wenn wir hier am Rand entlang bauen. Vor allem, wir entfernen hier gleich wieder ganz viel. Der Weg ist ja nicht ganz so breit, wie ich gerade ziehe. Das passt, denke ich mal. So, so. Hier ist schon wieder nicht so hoch, ne? So. Ja gut, wenn wir hier gleich mit dem Glätten-Tool rübergehen, sollte das passen. Und dann sind wir auch schon bei der Bucht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal so weit. Und dann schauen wir mal, wie wir das bei der Bucht dann im Endeffekt handhaben. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir den Weg hier ziehen. Machen das hier erstmal ein bisschen. Wir müssen hier ein bisschen höher gehen. So. Hier können wir ja sogar schon mal mit dem Glätten-Tool rübergehen. Dann sieht man hier gar keinen Übergang mehr. Und dann passt das eigentlich. Machen wir das jetzt zu einem Besucherweg oder einem Industrieweg? Na, Besucherweg habe ich eigentlich immer in dieser Farbe, obwohl hier habe ich auch mit den grauen Wegen gearbeitet. Ich glaube, dann nehme ich einfach als Industriewegfarbe, also nicht für die Besucher, diese Farbe. Und die anderen beiden sind dann für Besucher. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir jetzt hier ab? Das würde sogar noch mit einem großen Weg gehen. Das sieht ganz gut aus. So, genau. Das ist die Frage. Machen wir den Weg wirklich so dick? Oder machen wir jetzt einen Übergang in einen kleineren Weg? Wäre mir sogar fast lieber, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass wir das so gut hinkriegen, den Übergang. Einfach so machen, rein theoretisch. Die Frage ist nur, gefällt mir das? Wir könnten auch einen dicken Weg machen, ne? Ich glaube, wir machen einen dicken Weg, Leute. Wird vermutlich auch angenehmer sein dann für die Gäste, dass ja hier schon so am Rand ist. Natürlich geht dann noch mehr Platz verloren, aber ja gut. Es ist ja auch noch reichlich Platz vorhanden, ne? Noch. Ich mache das jetzt mal ungefähr hier, passe ich das der Form
von dem Gelände hier an. Natürlich so, dass es noch vernünftig geschwungen ist. Oh, hier geht's so runter, deswegen sieht das so komisch aus. Ich habe mich schon gewundert. Na, wir lassen das erstmal so. Ihr seht schon, das ist ganz schön viel auf und ab hier. Wir müssen jetzt erstmal hier mit dem Glätten-Tool einiges überarbeiten. Kann man am besten so von der Seite, dann sieht man das ganz gut. Noch einmal rüberfliegen mit dem Glätten-Tool. Dann sollte das Ganze eigentlich schon ganz vernünftig sein. Wie ihr seht, also das geht echt klar, oder? Wenn man mal hier schaut. Ja, den Weg kann man auf jeden Fall gut belaufen. Also man kann gut darauf laufen. Hier ist das Ganze natürlich ein bisschen extrem. Aber das sollten wir auch hinkriegen. So. Das sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Ich würde auch schon fast sagen, dass wir jetzt hier den Übergang mal eben machen. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder einiges senken, tatsächlich. Ich würde nämlich gerne hier auf die Ebene gehen, wie dann auch hier unten der Boden ist, wenn ihr das hier seht. Genau. Dann ist sozusagen der Industriebereich am Ende etwas versteckt da sogar noch, weil das so ein bisschen in der Kuhle ist, sage ich mal. So, ja, sehr schön. Ich finde, diese Ecke eignet sich aber halt wirklich perfekt dafür. Weil die echt so ein bisschen versteckt ist und ja, man hat halt nicht direkt das Gefühl, dass das zum Park gehört. Das soll ja auch so sein, ne? Der Industriebereich ist ja nicht für die Besucher. Also es ist schon vernünftig, denke ich. So, jetzt müssen wir uns mal eben überlegen, wie wir das hier handhaben. Rein theoretisch. Warte mal, auf welcher Höhe sind wir denn hier? So ungefähr. Machen wir das mal so. Mache ich mal kleiner hier. Rein theoretisch könnten wir dann das hier so gehen. Dann könnten wir hier oben so einen Weg entlang führen. So ein bisschen geschwungen. Darf halt auch nicht so wenig Platz lassen. So. Genau. Sieht schon ganz gut aus. Dann können wir im Endeffekt den Weg... Diese Schwingung hier am Ende, die ist nicht so nice. Die muss ich mal eben überarbeiten. Aber im Endeffekt können wir dann hier... Gehen wir hier noch so ein Stück weiter. Ah, da muss ich gleich wieder mit dem Glätten-Tool rüber, deswegen sieht das so komisch aus. So, genau. Dann im Endeffekt ungefähr so. So wird dann der Weg verlaufen. Hier kommt dann der Industriebereich hin. Hier machen wir natürlich dann noch irgendwie einen Zaun vor oder Bäume oder so, dass man das nicht so sieht. Aber ansonsten hat man dann hier so am Rand einen kleinen Weg. Das ist ja schon mal ganz nice. Hier dann so eine Erhöhung. Hier glätten wir jetzt nochmal eben. Das könnte, glaube ich, ganz cool aussehen, wenn wir es dann vernünftig gemacht haben. Würde ich mir zumindest vorstellen. So. Das ist gut, das ist gut. Genau. Und jetzt fangen wir erstmal an, würde ich sagen, hier alles nochmal abzusenken. Das mache ich mal eben, dass das Wasser etwas näher hier dran ist und sowas. Einmal hier komplett den Rand entlang. Das Ganze habe ich jetzt soweit schon mal geglättet hier und das Wasser möglichst nah rangebracht. Also ihr seht schon, das geht eigentlich klar vom Platzverlust, oder? Also ich finde, das geht definitiv klar. Dafür haben wir dann einen schönen Weg hier hinten rum. Vielleicht können wir den Weg hier auch noch ein bisschen weiter am Rand führen. Müssen wir mal schauen. Aber erstmal wollen wir das Ganze natürlich etwas schicker verkleiden. Und jetzt ist die Frage, dafür müssten wir eigentlich erstmal hier einen kompletten Zaun, glaube ich, dran entlangziehen. Ne? Das würde wahrscheinlich Sinn machen. Oder meint ihr, es reicht, wenn wir da einfach ein paar Bäumchen hinmachen? Ja, wahrscheinlich macht dieser Zaun schon Sinn. Wir fangen mal ein bisschen an und gucken dann gleich mal, wie das Ganze im Endeffekt dann aussieht. So. Na, eigentlich muss der Zaun, glaube ich, schon sein. Ja, der macht schon Sinn, der Zaun. Also ich würde sagen, dann ziehe ich mal den Zaun eben bis Ende schon mal. Der Zaun ist soweit fertig. Und jetzt fangen wir einfach an, hier ein paar Bäumchen hinzuklatschen. Und dann sollte das Ganze schon relativ versteckt sein, der Weg. Also ich denke mal, dass man den dann kaum noch sieht. Aber ich glaube, ich will hier gar nicht so übertreiben mit Bäumen. Müssen wir mal schauen. Einfach auch mal so teilweise ein Stück freilassen und nur so vereinzelt ein paar Bäume. Auch so ein bisschen gucken, je nachdem halt, wie es geht. Na, es ist ja immer so ein bisschen random hier mit den Bäumen. So, so. Ja, wir können gleich mal gucken, vielleicht können wir da gleich nochmal ein paar größere Lücken mit reinmachen, wo keine Bäume sind.
In der Kurve natürlich. So, dann schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Man sieht noch irgendwie... Ja, der Weg schlängelt sich hier lang. Ich glaube tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so ehrlich bin, ich glaube, dass so ein kleiner Weg, ein kleiner versteckter Weg, besser ausgesehen hätte. Ich glaube, das probiere ich mal eben aus. Ich habe jetzt mal den Weg durch einen kleineren Weg ausgetauscht und ich glaube, das gefällt mir auf jeden Fall besser. Also der ist bestimmt ein bisschen versteckter. War schon wieder ein bisschen Arbeit, aber na gut, ihr wisst ja, ne? Ich bin ja ein bisschen, ja, pingelig, was sowas angeht. So, jetzt verkleiden wir das Ganze nochmal mit Bäumen. Gucken mal, dass wir das einigermaßen natürlich aussehen lassen. Ich will da auch immer so ein paar Lücken lassen, tatsächlich. Also, dass es so ein bisschen natürlicher aussieht. Muss ja nicht immer alles komplett bewaldet sein. Auch mal so eine Lücke, dass man da durchschauen kann, finde ich ganz cool. Natürlich hier, wo es so ein bisschen größer ist, der Hügel. Wenn wir das Ganze schön dicht bewalden, weil dann wäre sehr viel Grasfläche. Aber ansonsten, wie sieht denn das jetzt aus? Sieht schon gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. So, machen wir mal hier noch ein paar Büsche hin. Ansonsten, ich glaube, das ist schon ganz nice, wenn man da langläuft. Sieht jetzt auch optisch gesehen gar nicht so schlecht aus. Wir können ja mal eben hier unten einfach nur testweise eine Ranger-Station bauen. Wo haben wir sie denn? So, eine Ranger-Station, die klatsche ich mal eben hier hin. Und dann können wir gleich mal eine Testfahrt machen, ob der Weg denn vernünftig begehbar jetzt ist oder nicht. Weil das ist immer sehr, sehr schwer einzuschätzen. Fahren wir gleich mal die Strecke lang und gucken mal, wie das aussieht. Ach so, und was ich noch geändert hatte, ich habe jetzt hier diesen kleinen Weg in einen etwas dickeren Weg übergehen lassen. Der Übergang hier ist leider nicht ganz perfekt, aber das habe ich leider nicht besser hinbekommen. Aber ich denke, das sollte so reichen. Das heißt, hier oben hat man dann wieder einen etwas dickeren Weg. Finde ich eigentlich ganz cool. Und die Ranger-Station, die müsste jetzt eigentlich jeden Moment fertig sein. Dann können wir die Strecke mal langfahren. Mal gucken, wie es dann aussieht. Vielleicht können wir auch nochmal hier irgendwo zwischendrin mal so einen Aussichtsturm nochmal platzieren irgendwo. Einfach hier so ein Stück Land noch machen, dass man hier nochmal über den Park schauen kann. Aber das können wir auch noch im Nachhinein machen. Vielleicht können wir auch noch den ein oder anderen Laden irgendwann unterbringen. Einfach noch hier so daneben klatschen oder so. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht und vor allem, wie das platztechnisch dann noch ausreicht. So, wir fahren jetzt mal die Strecke lang. Wichtig ist jetzt, dass der Weg möglichst gut begehbar ist. Das ist mir so mit am wichtigsten. Dass das nicht irgendwie zu steil ist oder irgendwie zu sehr nach rechts oder links abfällt oder so. Aber jetzt hier, das geht alles noch klar, denke ich. Sieht auch sehr cool aus, oder? Wenn man hier langläuft. Oh, das sieht, ist alles ganz gut geworden schon. Und man kann auch rechts, wenn ihr mal schaut, hier schön auf den Park gucken. Also das ist ganz nice. Gefällt mir. Hier weiter. Ich glaube, das haben wir echt gut hinbekommen mit dem Weg. Der ist ziemlich glatt und sehr gut begehbar. Und dann ist man hier am Anfang des Parks. Also, das passt, denke ich. Das können wir so lassen. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt unserem Industrieteil, weil den werden wir auf jeden Fall heute noch brauchen. Den müssen wir heute auf jeden Fall fertig machen. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Los geht das Ganze. Was brauchen wir in unserem Industrieteil? Wir brauchen auf jeden Fall ein Hammond-Entwicklungslabor und eine ACU, ein ACU-Zentrum. Das brauchen wir definitiv. Und dafür müssen wir jetzt gleich erstmal gute Standpunkte finden. Und das muss natürlich auch schön aussehen. Tatsächlich könnten wir sogar das ACU-Gebäude so machen, dass wenn man hier runterkommt, dass man sozusagen auf den Eingang zugeht. Finde ich, glaube ich, ganz cool. So. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das mit dem Hammond-Labor machen, weil das ist ja sehr, sehr groß. Wisst ihr ja. Vielleicht, dass wir das irgendwie hier parallel zu unserem ACU-Zentrum oder so platzieren. Das könnte man, denke ich, auf jeden Fall machen. Aber ihr wisst ja, mit parallel hier ist immer nicht so einfach. Machen wir mal hier. So, das sollte passen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das... Jetzt wird es ganz schön dunkel durch den Regen. Müssen wir mal schauen, wie wir das mit dem Gehege jetzt hier machen. Wie groß wir das Gehege machen vor allem. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir hier einen dicken Stromzaun benutzen. Einfach, weil es unser Entwicklungslabor ist. Und weil da natürlich auch gefährliche Dinosaurier mal ausgebrütet werden. Ne?
Sehr logisch. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal nur die Wände so ziehen. Und den Rest, den passen wir dann an, wie wir den das andere hier bauen. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Ranger-Station hier unter. Das finde ich eigentlich auch noch ganz cool. Einfach nur, damit man die hat. Vielleicht hier hinter oder sowas. Wahrscheinlich hätte die Reihenfolge anders mehr Sinn gemacht. Das ACU-Gebäude hier hinter ist, aber das passt schon. Das machen wir jetzt einfach mal. Machen wir mal so. Und dann können wir eventuell hier mal eine Fläche gut auskleiden mit Asphalt sozusagen, dass hier mal einfach mal kein Rasen ist. Das wäre ja auch mal was anderes. Wir machen mal einfach so. Und dann kleiden wir den ganzen Kram hier mal aus. So, ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen den Anfang gemacht. Jetzt sieht man, glaube ich, schon ganz gut, wie ich das Ganze dann handhabe. Hier ist halt so eine, ja, Straße sozusagen. Hier können dann auch die Jeeps losfahren. Können wir mal eben machen. Genau, und dann fahren die Jeeps halt einmal hier durch. Und können dann eben wieder hoch. Falls wir mal einen Jeep brauchen, das meiste werden wir ja mit einem Helikopter auf jeden Fall machen. Den können wir nämlich dann hier starten. Sogar in die richtige Richtung. Also er steht schon richtig rum. Und dann kann er direkt in Richtung unseres Aquaparks fliegen. Ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut geplant, so denke ich. Und ja, jetzt müssen wir erstmal hier das Gehege für unser Entwicklungslabor fertig machen. Das sollte von der Größe auf jeden Fall hinkommen. Also da mache ich mir wirklich keine Sorge. Wir müssen nur gucken, wie wir das jetzt hier handhaben am besten. Machen wir am besten mal so. Ja, die Form wird jetzt relativ komisch werden, vermutlich. So sieht komisch aus. Könnten ja mal einfach so machen. So, so. Und die Form könnte man rein theoretisch sogar so handhaben. Und dann könnte man eventuell den Weg hier nochmal drumherum führen. Ich weiß jetzt nicht, ob das cool aussehen würde oder nicht. Vielleicht können wir auch nochmal hier so einen Turm hinklatschen. Ja, das passt leider nicht. Oder einen Schutzraum. Ja, das passt leider auch nicht ganz. Aber das wäre eigentlich cool, hier noch so einen Schutzraum am Ende zu haben. Das können wir mal eben machen. Vielleicht können wir hier ein bisschen den Weg verkürzen. So, meine Freunde, an sich habe ich mich jetzt dafür entschieden, den Schutzraum hier hinten schräg zu machen, den Weg hier etwas anzupassen und das Gehege habe ich hier hinten abgerundet. Das ist, finde ich, an sich die schönste Lösung, da wir hier hinten ja echt ein Problem vom Platz her haben, aber das passt, denke ich mal, so. Das Gehege werden wir auf jeden Fall gleich noch einrichten, aber ich möchte jetzt erstmal eben hier die Wege zu Ende machen. Da werde ich noch einiges an Wegfläche hier machen, denke ich mal, und dann sollte das soweit passen und dann würde ich sagen, bringe ich euch zurück, wenn ich damit fertig bin. Die Wegfläche ist jetzt soweit fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch hier wichtige Dinge machen. Wir müssen auf jeden Fall hier noch einen Zaun so ein bisschen hier vorne zumindest drum ziehen. Da müssen wir den Weg verbinden. Da müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Das machen wir jetzt als erstes, würde ich fast sagen. Am besten irgendwo. Wir müssen da gucken. Ich habe jetzt gerade schon mal so ein bisschen abgesenkt. Das darf halt nicht zu steil sein. Das ist so ein bisschen doof. So. Vielleicht können wir das wieder. Weiß nicht. Vielleicht können wir das wieder so ungefähr handhaben. Und dann können wir gleich nochmal mit dem Glätten-Tool ein bisschen arbeiten. Und dann sieht das vielleicht ganz schön aus. Das ist immer sehr, sehr schwer, solche geschwungenen Wege, die vernünftig aussehen, zu machen. Muss man immer echt viel ausprobieren und rumprobieren. Problem ist, wenn ich jetzt hier glätte, fällt der Weg auch hier oben ab. Das will ich eigentlich nicht so stark haben. Aber das geht, denke ich, noch hier. Also man kann auf jeden Fall noch gut darauf laufen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das zauntechnisch machen. Also so sieht das Gebiet jetzt aus. Vielleicht können wir hier noch den einen oder anderen Baum natürlich platzieren. Können auch mal eben hier hinten so ein paar Bäumchen reinmachen. Dann sieht das nicht ganz so kahl aus. So, das kann ja ruhig gut bewuchert sein. Ist ja sozusagen nur unsere Dingsstation. Jetzt kriegen wir gar kein Wasser hier unter. Das gibt es ja gar nicht. Doch, hier versteckt. Versteckt unter den Bäumen ist Wasser. Das sollte auch reichen, damit die Dinos dann essen können. Wir machen mal eben nochmal Futterspender da rein. Ich hoffe, das kriegen wir platztechnisch hin. Machen wir einfach erstmal einen Pflanzenfutterspender. Vielleicht einen Fleischfutterspender. Ja. So, das passt, denke ich mal. Sehr gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier. Vielleicht kriegen wir hier auch noch den einen oder anderen Baum hin. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das gefällt. Müssen wir mal schauen dann, wie es im Endeffekt aussieht. Wird echt immer sehr, sehr schwierig. Schade, dass hier oben nur so vereinzelt Bäume gehen.
Vielleicht könnten wir auch noch hier nochmal so eine Mauer oder sowas ziehen. Allgemein, so eine Mauer komplett um den Bereich herum wäre auch nice gewesen, ne? Kann ich aber jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich so nah an den Parkrand gebaut habe. Aber vielleicht können wir das nochmal im Nachhinein machen oder so. Das ist jetzt schwer zu sagen, aber wir können das Ganze natürlich nochmal irgendwann überarbeiten. Das sollte ja kein Problem darstellen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal nur die Mauer einmal entlang unseres Wegesrandes. Genau so. Und dann so. Okay, sehr schön. Dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Jetzt mal hier den richtigen Winkel hinkriegen. So. Super. Sieht auf jeden Fall schon mal aus wie so ein extra Bereich. Also sieht gar nicht so schlecht aus. Ich werde vielleicht nochmal die eine oder andere Änderung in den nächsten Folgen oder so vornehmen. Aber jetzt erstmal sollte das genügen, so, denke ich mal. Und hier vorne werden wir jetzt auch noch ein bisschen das verändern, denke ich. Wie machen wir das denn? Vielleicht auch so ein Stückchen, wie in unserem anderen Park, so ein Stückchen mit diesen Dingern arbeiten. Na komm. Ja, Zäune zu machen ist immer eine Fummelarbeit, wenn man das genau haben möchte. Und dann können wir auf jeden Fall... So. Versuchen wir das hier auch ungefähr hinzukriegen, dass es ziemlich gleich ist. Ganz genau kriegen wir es eh nicht hin. So. Ja, sehr schön. Und dann eventuell mit einem schwereren Zaun. So. Und so. Okay. Das wäre dann so der Eingang in unseren Industriebereich. Dann kann man hier rein. Und hier hat man dann so die wichtigsten Sachen. Jeep, Schutzraum und so weiter. Geht eigentlich klar, denke ich, oder? Also kann man so lassen. Wir machen jetzt natürlich noch hier Bäume vor. Definitiv. Zumindest ein paar. Wir müssen mal gucken, was wir dann... Das ist ja sogar recht versteckt, der Industriebereich. Wir müssen eigentlich mal schauen, wollen wir hier noch einen Zaun ziehen? Also zur rechten würde ich sogar gar keinen Zaun ziehen, aber hier zur linken, zum Wasser hin, könnte man definitiv einen Zaun ziehen. Also den Zaun können wir hier erweitern. Vielleicht könnten wir auch nochmal hier den ein oder anderen Aussichtsturm unterbringen. Das machen wir, glaube ich, jetzt einfach schon mal. So. Machen wir den mal hier hin. Oder noch ein bisschen weiter hier rechts. Schauen wir dann mal. So, bauen wir den doch mal so, dass man eine schöne Sicht hat. Diese Aussichtstürme will ich überall mal verteilt machen. Damit wir später, wenn wir unseren Park angucken, überall eine richtig schöne Aussicht haben. Das wäre echt cool. Und dann würde ich sagen, mache ich hier wieder ein bisschen mit den Wegen und sowas. Und dann den Rest machen wir wieder gemeinsam. Der Weg ist fertig und jetzt machen wir nochmal eben schnell hier Zäune. Das können wir mal eben gemeinsam machen. Und dann senken wir das Ganze hier, verstecken das Ganze mit Bäumen. Und dann können wir auch schon, oder endlich, das Ganze hat jetzt für mich echt lange gedauert. Ich glaube, für euch habe ich echt viel rausgeschnitten, weil es sehr viel Fummelarbeit heute war in dieser Folge. Also falls die Folge etwas kürzer sein sollte am Ende, dann bitte nicht böse. Na, ihr seht schon, es ist ja alles irgendwie mal so ein bisschen Fummelarbeit und das hält echt auf. Also ich nehme da immer schon ein bisschen oder sehr, sehr lange auf. Für euch ist es dann im Endeffekt immer meist nur eine halbe Stunde. Wahrscheinlich diesmal noch weniger. Ich kann es halt echt sehr, sehr schlecht einschätzen, was ich im Endeffekt rausschneide und was nicht. Das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut geklappt. So haben wir das relativ gut gelöst, denke ich. Genau, und dann haben wir hier nochmal so ein kleines Türmchen. Hier müssen wir natürlich auch nochmal den Zaun definitiv verbinden. Abgerundet hier. Falls das nicht klappt mit den Einrastpunkten, einfach mal einen neuen Einrastpunkt setzen auf der anderen Seite. Das hilft eigentlich immer.
Weil manchmal sind die Punkte echt doof, die man gerade zur Verfügung hat. Ihr seht schon, hier ist auch schon wieder eine ganz, ganz heikle Stelle. Da mache ich einfach jetzt hier mittig ein. Und dann passt das. So, das geht klar. Ja gut, dann hat man hier nochmal so einen kleinen Ausguck. Das gefällt mir. Und dann können wir überlegen, ob wir hier den Weg noch weiterführen werden oder nicht. Aber erstmal versuche ich hier wieder das Ganze abzusenken. Nicht zu nah rangehen, weil sonst geht der Weg runter, den wir gebaut haben. Muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein. Na, ihr seht schon hier. Ist der Weg ein bisschen runtergegangen, aber das geht noch klar, denke ich. Und dann können wir hier Bäumchen vormachen. Und dann haben wir dieses Gebiet erstmal abgeschlossen. Na? Vielleicht machen wir nochmal da weiter. Aber ich möchte jetzt erstmal Dinosaurier natürlich ausbrüten, die dann in unser erstes Gehege kommen. Ihr habt ja so viele Kommentare geschrieben. Ich habe mir die noch gar nicht durchgelesen alle, aber ich würde sagen, da wir jetzt so unseren Industriebereich erstmal fertig haben und wir werden den definitiv nochmal überarbeiten, ein bisschen verschönern, ein bisschen verbessern. Mal gucken, was mir so einfällt. Aber ich will jetzt unbedingt den ersten Dinosaurier ausbrüten, damit auch die ersten Gäste in unseren Park kommen. Und deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt mir mal alle Kommentare von euch durchlese. Und dann entscheide ich, welcher Dinosaurier da hinten in unser erstes Gehege kommt. Ob jetzt Pflanzenfresser oder Fleischfresser, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Auch wenn ich hier schon ein Pflanzenfutterspender gemacht habe. Aber ich gucke mir jetzt mal die ganzen Kommentare an und dann schaue ich mal, welchen Dinosaurier wir als allererstes in unserem Aquapark begrüßen dürfen. So, meine Freunde der Sonne, ich habe mal die ganzen Kommentare jetzt durchforstet. Und ihr habt mega viele Vorschläge gemacht. Schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so aktiv hier teilhabt. Und am häufigsten wurde tatsächlich der, gehen wir kurz hier in die Einschienenbahn, gucken wir uns das mal an. Am häufigsten wurde tatsächlich der Spinosaurus, der Suchomimus und der Baryonyx genannt, was ja auch mega Sinn macht in so einem Wasserpark. Immerhin haben die ja wirklich sehr nah am Wasser, beziehungsweise auch teilweise im Wasser gelebt. Und ich kann euch sagen, diese drei werden, ja, vielleicht nicht alle drei, aber zwei von denen werden auf jeden Fall noch in unserem Park untergebracht. Das kann ich euch versprechen. Auf jeden Fall der Spinosaurus. Bei dem Baryonyx und bei dem Suchomimus muss ich dann nochmal gucken, wie ich das platztechnisch denn hinbekomme. Allerdings wird keiner von diesen drei in dieses Gehege kommen, weil ich habe mich letztendlich für einen anderen Saurier entschieden. Und welcher das ist, das zeige ich euch jetzt hier in unserem Entwicklungslabor. Und zwar haben da zwei Leute einen Vorschlag gemacht. Das waren wirklich, glaube ich, nur zwei. Ich mache mal eben hier Kapazität rein. Kapazität. Zweimal und Ausbrühtempo. Und der erste Saurier in unserem Aquapark wird sein. Er fängt mit I an und es ist einer der neuen Saurier, und zwar der Iguanodon. Ja, erstmal aussprechen können. Den habe ich tatsächlich, ich habe ihn mir schon angeguckt, auch schon teilweise die Animationen, die echt cool sind. Allerdings habe ich den noch nie richtig in einem Park gebaut bzw. gehabt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil ich finde das echt interessant, den jetzt mal in das erste Gehege zu packen. Und ich hoffe, ihr findet die Wahl auch gut. Zwei Leute von euch haben es auch vorgeschlagen. Die Kommentare habe ich natürlich eingeblendet. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. So, dann gucken wir mal. Wie viele kann der denn gebrauchen? Sozial 1 bis 10, Alter. Der ist ja richtig entspannt, der Dude. Der braucht auch gar nicht viel, Platz, so wie es aussieht. Gruppe. Ich will gar nicht so viel. Ich glaube, ich mache da echt so 3, 4 rein. Machen wir mal 4. Was haltet ihr davon? Ich glaube, ich lasse das hier mal ganz normal. Mach allerdings das Habitat auf enger Raum. Sicher, sicher. Ja, das machen wir definitiv. Enger Raum 3.0. Und dann schauen wir uns mal an, was der Iguanodon hier so an Skins zu bieten hat. Vielleicht können wir mal alle so ein bisschen durchgehen. Nehmen wir mal ein Steppenmuster. Ich weiß nicht, tunen wir den noch ein bisschen von den Werten? Ich glaube schon. Ich mache den noch auf so 100 oder so. Eine Bewertung. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das hinkriegen. Wird, glaube ich, schwierig. Ja, wir lassen den mal so auf 76, das soll reichen. Und dann brüte ich mal 4 Stück aus, alle in verschiedenen Farben. Wir machen auch einen Standard, würde ich sagen. Ein Standard. Dann machen wir noch ein. Oh, was hatten wir denn jetzt als erstes? Ich glaube, Steppe, ne? Alpin machen wir noch ein. Und zu guter Letzt, vielleicht machen wir auch noch einen fünften rein. Wir gucken gleich erstmal, wie das Gehege dann aussieht mit 4 Iguanodons da drin. Machen wir noch ein Küstengebietsmuster. Und wenn die 4 dann landen, bringe ich euch zurück und dann schauen wir uns mal an, wie sich unsere Iguanodons in unserem Park dann machen werden. Ich bin sehr gespannt.
So, natürlich bringe ich euch nicht zurück, wenn sie erst gelandet sind. Ihr seht schon, oh, guck mal, wie süß er ist. Ich habe schon einen freigelassen, aber ich möchte nochmal mit euch zusammen natürlich einen freilassen. Das gucken wir uns natürlich nochmal an. Die haben ganz schön dicke Pranken, ne? Da ist er. Der Iguanodon. Ich glaube, das ist jetzt der Standard-Skin. Kann das sein? Ich glaube, ja. Standard. Okay. Aber der Skin hier vorne sieht schon mal echt cool aus, muss man sagen. Und ich finde auch die Animation von dem Iguanodon echt cool. Schaut ihr euch mal an. Ist schon ein cooler Dinosaurier, oder? Wie er frisst da mit seinen Händen. So, ich lasse die anderen frei und dann bringe ich euch zurück, sobald sie im Gehege sind. So, meine Freunde, ihr seht schon ganz viel Rauch. Und da im Hintergrund kommen schon die Helikopter geflogen mit den Iguanodons. Und ihr könnt auf jeden Fall schon mal unten in die Kommentare wieder schöne Namen für die vier Iguanodons in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Park vertreten. Das ist echt ein schönes Bild hier mit dem Rauch. Es regnet. Und unsere ersten Dinosaurier kommen endlich in unseren Park. Dass wir dann auch die ersten Besucher in unserem Park locken. Und dann wird das Ganze hier auch noch ein wenig belebter und schöner wirken. Oh, man hat hier echt eine sehr, sehr gute Sicht. Da wird er abgeladen. Die Sonne blendet. Und da ist unser erster Dinosaurier gelandet. Schüttelt sich nochmal ein wenig. Aber ansonsten scheint er sich recht wohl zu fühlen hier. Die anderen kommen jetzt natürlich auch noch. Oh, da rennt er los. Cool. So, die anderen landen auch noch. Und dann können wir mal schauen, wie er denn so aussieht hier in unserem Gehege. Aber ich finde, das ist schon recht passend, oder? Der Iguanodon? Ist schon ein cooler Dinosaurier. Also kann man auf jeden Fall machen. Bin mal gespannt, ob man was von hier hinten erkennen kann. Tatsächlich, Leute, guck mal. Man kann dann von hier hinten vom Parkeingang sich schon die Iguanodons perfekt angucken. Also so wie wir es gebaut haben, kommt das ganz gut hin. Funktioniert auf jeden Fall, sogar bei schlechtem Wetter und Nebel. Also bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Meint ihr denn, dass vier Stück sind wahrscheinlich genug, oder? Für den Platz hier? Also ich denke schon. Also ja doch. Die sind ja recht groß, die Dinger. Also ich denke, vier sind völlig ausreichend. Wie gesagt, schreibt mir schöne Namen auf jeden Fall in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und das soll es dann heute auch erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht, auch wenn wir heute nur den Industriebereich gemacht haben. Der ist ja nicht ganz so spannend. Aber immerhin haben wir jetzt zum Ende nochmal unsere ersten Dinosaurier im Park aufgenommen. Und ich finde das hier echt gerade ein schönes Bild, wie sie hier alle gemeinsam trinken, bis auf der eine. Der hat keinen Bock. Naja, gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und lasst mir auf jeden Fall einen netten Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder sowas habt. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Euer Dandy.